Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag da draußen. Hier ist der Fahid mit einer weiteren Episode meinem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Mit der heutigen Episode gehe ich ein kleines Wagnis ein. Ich habe bewusst entschlossen, einen Ausschnitt aus einem sehr tiefgehenden und radikalen Seminar von uns zu teilen, nämlich einem Ausschnitt aus unserer Energizer- und Hüterausbildung. Es geht um das Thema Heilung. Es geht um die Gesetze der Heilung. Es geht auch darum, wie wir mit Fehlern umgehen, um eine Vollkommenheit jenseits unserer Urteile, die für uns alle mit dem Herzen erfassbar ist, aber für die wir manchmal erstmal unseren Kopf loslassen müssen. Und ich wünsche mir sehr, wenn du dieser Episode lauscht, dass du nicht nur mit der Ratio lauscht, sondern auch mit deinem Herzen voll dabei bist, dass du es so richtig kriegst. Die heilige Ordnung des Lebens. Was bedeutet wirklich Heilung? Und wie kannst du deine Beziehung in echte, natürliche Heilungsbiotope verwandeln? Ich wünsche dir im wahrsten Sinne des Wortes heilende Erkenntnisse. So, halten wir schon mal fest, jeder von uns weiß eigentlich, was nicht Teil ist. Und es ist manchmal nicht das, was die Umwelt von uns denkt. Also das ist nicht ein Gesetz, aber das ist ein Tipp, den ich dir geben möchte. Lass dich nicht zuquatschen von irgendjemandem. Ja? Auch nicht von einem Arzt. Ein Arzt sieht natürlich immer einen ganz bestimmten Aspekt, der nicht in Ordnung ist. Aber vielleicht bist du mit deiner Krankheit, mit deiner physischen Krankheit total in Ordnung. Ja, ein Fitnesstrainer sieht dich permanent unter den Gesichtspunkten eines Body Mass Index. Aber vielleicht fühlst du dich mit deinem Body Mass Index total fein und total heil und das ist überhaupt nicht dein Thema. Lass dich berühren, wenn dich jemand auf etwas hinweist. Guck, ob das vielleicht ein Blindspot ist, aber lass dir nichts einreden. Ja, lass dich nicht von irgendwelchen Aurasehern zuquatschen, die da sagen, du hast das und das Problem und darum musst du dich jetzt kümmern. Bis eben hattest du das Problem nicht. So, ja. Okay. Die Gesetze der Heilung, ich möchte es gerne zweigleisig machen. Ich möchte mal ein Gesetz vorstellen und dann möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du dieses Gesetz in deinen Beziehungen innerhalb von Heilungsbiotopen wirklich leben kannst. Weil wenn dieses Gesetz keinen Raum hat, kann es nicht wirken. Das erste Gesetz nenne ich das Gesetz der heiligen Ordnung. So. Und dafür habe ich keinen Beweis. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt und ich bin mir relativ sicher, dass die meisten in diesem Raum und da draußen Erfahrungen gemacht haben und das bestätigen werden, nämlich, dass dieses Leben nach einer heiligen Ordnung aufgebaut ist und sich entwickelt. So, diese Ordnung, das muss man ganz klar sagen, richtet sich nicht danach, was wir als angenehm ansehen. Ich bringe ein Beispiel. Ein Wirbelsturm ist für die kleine Insel, über die der gerade hinwegfegt, alles andere als eine heilige Ordnung. Sondern der bringt Chaos, der bringt eine Bedrohung. Da haben vielleicht gerade Menschen ihr Haus aufgebaut. Und aus der Perspektive, mittendrin zu sein, aus dieser kleinen Perspektive, sieht das aus wie ein riesiger Fehler, wie eine Strafe Gottes. Das Interessante ist, wenn wir einen Wirbelsturm von oben betrachten, sehen wir, dass der ein unglaublich schönes, harmonisches Gebilde bildet. Und Chaosforscher sind sehr, sehr stark fasziniert von Wirbelstürmen, weil man anhand von Wirbelstürmen sehr gut Chaos verstehen kann, sogenanntes Chaos. Nämlich, dass es beginnt mit ganz, ganz kleinen Dingen, die sich wieder und wieder, wieder in fraktalen Ordnungen und letzten Endes etwas Großes bilden, was man nur aus der Entfernung wirklich sehen kann. Okay? Ich wette, dass du selbst schon mal die Erfahrung gemacht hast, in einem sogenannten Chaos drin zu sein, das Gefühl zu haben, fuck, das macht überhaupt keinen Sinn, das Leben ist gegen mich, ich bin auf der falschen Spur und dann irgendwann, Jahre später, guckst du zurück und siehst, es hat total Sinn gemacht. Das habe ich genau an der Stelle, habe ich das voll gebraucht, weil du es plötzlich aus dieser Wirbelsturmperspektive siehst. Jetzt könntest du als Skeptiker sagen, ja, Falt, aber für diese heilige Ordnung gibt es nicht wirklich einen Beweis.
bis vielleicht irgendwann mal ein fanatischer Mathematiker mit Fermat-Fixierung, die eine mathematische Gleichung herausgefunden hat, nach der das Universum aufgebaut ist. Das lieben Fermat. Ja? Fermat lieben die Idee, es gibt eine Formel, eine ganz einfache, elegante, schlichte Formel, nach der alles aufgebaut ist. Und das Spannende ist, wenn du mit jemandem sprichst, der sich damit beschäftigt, der wird dir sagen, da gibt es so viele Hinweise darauf, weil bestimmte Variablen, also die wir richtig in Zahlen aufschreiben können, zum Beispiel die Zahl Pi, ja, oder das 80-20-Gesetz, tatsächlich in der Natur immer und immer wieder überall auftauchen, was nahelegt, dass Gott tatsächlich ein Mathematiker gewesen sein muss. Okay, aber jetzt sagst du mir, okay, falls solange es keinen Beweis dafür gibt, glaube ich das nicht. Das verstehe ich. Aber lass uns mal von einem Punkt kommen. Es gibt vielleicht die heilige Ordnung gar nicht, sondern im Endeffekt ist das ganze Ding ein einziges chaotisches Ding. Und wir versuchen einmal ganz tapfer, Ordnung rein zu interpretieren. Dann glaube ich dennoch, dass die Annahme einer Ordnung dir wesentlich mehr hilft, ein gutes Leben zu leben, als zu sagen, fuck, das macht alles keinen Sinn. Das heißt, selbst wenn es diese Ordnung nicht geben sollte, ist die Wahl, eine Ordnung dahinter zu vermuten, etwas, was deinem Geist Stabilität gibt und was dir das Vertrauen gibt, bestimmte Dinge in deinem Leben anzunehmen, anstatt immer und immer wieder defensiv und bepisst zu reagieren, weil das Chaos schon wieder zugeschlagen hat. Das heißt auch, es gibt keine Fehler. So, entweder es gibt die heilige Ordnung, und dann gibt es keine Fehler. Das heißt, all das, was wir heute zum Beispiel im Sharing gehört haben, wo Menschen versucht haben, sich einen Fehler einzureden und uns alle von diesem Fehler zu überzeugen, ist letztendlich kein Fehler. So, das zieh dir mal wirklich rein. So, genauso wie dieser Wirbelsturm aus einer großen Perspektive etwas unglaublich Schönes ist, so ist jede Neurose, die du in deinem Leben hast, die aus der Ich-Perspektive Nerven, kleinen Schwächen aussieht, aus einer großen Perspektive ist es perfekt, so wie es ist. Und ich bringe jetzt was ganz Provokatives in den Raum. Jedes düstere Ereignis auf diesem Planeten, alles, was uns im Moment noch zutiefst erschreckt, alles, was dich zutiefst verletzt hat, ist Part dieser heiligen Ordnung. So, spätestens dann wirst du sehr wahrscheinlich merken, wenn du empathisch bist oder wenn dir selbst solche Sachen passiert sind, dass ein Teil von dir aussteigt und sagt, das kann nicht sein. Aber es gibt Beispiele von Menschen, die Schrecklichstes erlebt haben, zum Beispiel das Konzentrationslager. Und die aus der Haltung von, dahinter gibt es eine heilige Ordnung, an diese Dinge herangegangen sind und geschützt, friedvoll, geklärt, stark daraus hervorgegangen sind. So, diese Auseinandersetzung kann ich niemandem abnehmen. Ich kann nur sagen, dass es für mich total Sinn macht, im Moment, wenn ich mal wieder eins gefühlt auf die Fresse kriege, von dem Punkt zu kommen, das ist die heilige Ordnung. Ich verstehe sie im Augenblick noch nicht, aber auch das ist Part der heiligen Ordnung. Ich bitte dich kurz mit dem Menschen, mit dem du zusammenlebst, einen Fehler herauszuarbeiten. Also einen Fehler, von dem du im Augenblick noch überzeugt bist oder bis eben noch überzeugt warst, dass du diesen Fehler hast. Also ich habe zum Beispiel lange Zeit gedacht, schon eine Weile her, aber ich habe lange Zeit gedacht, dass Entwicklung oder Erwachen bedeutet, ich müsste alle meine Neurosen loswerden. Was dazu geführt hat, dass ich im Grunde genommen eine seelische Autoimmunerkrankung aufgebaut habe. Weil egal, was ich gemacht habe, ob es Yoga war oder Meditation, es war eigentlich immer ein Krieg gegen mich. Ein Teil von mir hat einen anderen Teil bekämpft und gesagt, das darf nicht sein. Es ist ein Fehler in der Matrix. Bis ich irgendwann kapituliert habe, weil ich gemerkt habe, ich kriege das ja eh nicht weg und gesagt habe, wie wäre es, wenn ich einfach nur mal hypothetisch von dem Punkt komme, dass meine bekloppteste Macke Part der heiligen Ordnung ist. Dass meine Eltern mit all ihren Macken Part der heiligen Ordnung sind. Und siehe da, wenn du anfängst, deine Neurosen nicht mehr als Fehler zu sehen, sondern als Wirbelstürme. Als Wirbelstürme, die du bis jetzt noch nicht von oben gesehen hast, entfalten die plötzlich ihre eigene Form von Schönheit.
So, was in deinem Leben war bis jetzt eben noch so ein zentraler Fehler? Und bist du eventuell bereit, diese Perspektive jetzt zu überprüfen und dem Fehler der heiligen Ordnung zu übergeben? Start. Der Erste ist dran. Und die anderen können wieder Fragen zuhören. Okay, so der Nächste spricht und ich lade dich ein, jetzt mal mit dem, wenn du diesen Fehler darstellst, mal schwerpunktmäßig darüber zu sprechen, wie du eigentlich dich und deine Umgebung permanent mit diesem Bewusstsein, dass es ein Fehler ist, belastest. So die Idee, die wir haben, ist ja, wenn ich einen Fehler erkenne und wenn ich den bekämpfe, dann geht es weg. Also aus der Schule haben wir gelernt, es ist was Gutes. Aber wenn du dir dein Leben mal richtig anschaust, wirst du sehen, sobald du etwas als Fehler benennst, bekommt das Ding eine Schwere. Ja, es bekommt eine Schwere und du leidest darunter, aber du gehst deiner Umgebung auch kolossal auf den Sack. Also meine Liebsten haben, muss ich einfach sagen, also da habe ich echt karmische Schuld auf mich gelernt, haben enorm darunter gelitten, weil ich lange aufgestanden bin am Morgen, einfach mit dem Gefühl von, ich bin noch lange nicht da, wo ich sein sollte. Und das schafft sofort eine Schwere. Das ist ätzend. Okay? Also was ist dein Fehler und wie belastest du dich und deine Umgebung damit? So, dann schließt mal bitte alle drei eure Augen und sieh dich nochmal vor dir mit diesem Fehler. Also schließ die Augen und sieh dich vor dir mit diesem Fehler. Und erlaub dir nochmal für einen Augenblick, die Spannung in dir zu spüren, die du diesem Fehler gegenüber zumindest bis gerade eben noch hattest. Dieses Urteil von, das sollte so nicht sein. Fühl das. Und erlaub dir auch zu spüren, also wie viel Energie du darin investiert hast, das so zu beurteilen. Wie oft deine Gedanken daran zurückkommen, sich damit beschäftigen. Wie oft du darüber reden möchtest, wie viele von deinen Gefühlen da festhängen an der Stelle, nur weil etwas in dir gedacht hat, das ist nicht richtig, das sollte so nicht sein. So sieh diese Person weiter innerlich vor dir und dann sieh links daneben einen Baum, einen wunderschönen, aber total knorzigen Baum. Eine Eiche vielleicht mit so einem Stamm, der so richtig verdreht ist und knorzig. Und spür einfach mal, wie du über diese Eiche denkst. Wie du sie sehr wahrscheinlich sogar bewunderst für diese einzigartige Schönheit. Und dann sieh auf der anderen Seite von dir einen wunderschönen Stein, vielleicht einen Felsen. Rund oder eckig, mit einer Maserung. Und wie einfach es dir sehr wahrscheinlich fällt, in diesem Stein Schönheit zu entdecken. Und dann sieh hinter diesen drei Dingen, hinter dem Stein, hinter dem Menschen und hinter dem Baum, das Universum. Sieh die Galaxien. Sieh die Sterne. Und erlaub dir für einen Augenblick zu spüren, dass alles, wirklich jegliche Form, aus diesem Universum herausgeboren wurde. Und wenn dies der richtige Zeitpunkt ist, gib deine Fehler an das Universum zurück. So schau auf dieses Universum und schau auf dich. Und stell dir vor, du gibst jedes Urteil, was du je über dich gefällt hast, über richtig und falsch, wieder zurück. So, wenn dieses Gesetz für dich Sinn macht, lade ich dich ein, das nicht einfach nur vom Kopf zu machen, sondern immer dann, wenn dir etwas begegnet, wo du merkst, dein Verstand sagt, das ist ein Fehler in der Matrix, das sollte nicht sein, einfach sagen, ich wähle, auch das als ein Part der heiligen Ordnung zu sehen. Und ich bitte die heilige Ordnung darum, mir das zu zeigen. Ja? Ich meine das ganz praktisch. So, ich,
möchte dich zum Beispiel einladen, wenn du nach Hause kommst und du hast einen Mann zu Hause, eine Frau oder Kinder, an denen du bis jetzt rumgenörgelt hast, weil du einfach wusstest, dass die noch nicht perfekt sind, einfach zu kommen und sagen, Schatz, mir ist klar geworden, ich hatte einen fürchterlichen Irrtum in meinem System. Ich weiß jetzt, dass du ein Part der heiligen Ordnung bist. So, wann immer ich das wieder in Frage stellen sollte, erinnere mich einfach daran, hier hast du schriftlich, du bist Part der heiligen Ordnung. So, das heißt ja nicht für dich, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass du jeden Schwachsinn dulden musst. So, wenn der andere bestimmte Aspekte hat, die einfach bescheuert sind, kann die heilige Ordnung dich dazu bringen, einfach zu sagen, gehe ich weg. Dann sage ich, stopp. Aber dieses Urteilen hört einfach auf. Aber andersrum genauso, wenn jemand in Zukunft zu dir kommt und dich kritisiert, zum Beispiel sagt, sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, du wiegst mindestens 10 Kilo zu viel. Ja, dann sagst du, diese 10 Kilo sind Part der heiligen Ordnung. Ja? Oder ey, du hast doch voll die Macke, du bist so permanent neidisch. Ja, das stimmt, ich bin permanent neidisch. Mein Neid ist Part der heiligen Ordnung. Ja, so. Wie kannst du das nutzen, indem du als allererstes, ich möchte einen Begriff einführen, wir haben schon darüber gesprochen, indem du begreifst, dass wo auch immer du bist, du die Kapazität besitzt, sofort ein Heilungsbiotop zu öffnen. Und ein Heilungsbiotop bedeutet nicht, ich korrigiere das Leben. Sondern ein Heilungsbiotop bedeutet, ich schaffe Bedingungen, in denen alle Beteiligten die heilige Ordnung erkennen können. Das ist ein großer Unterschied. Wenn Leute in ein Krankenhaus gehen, dann gehst du da rein und übernimmst quasi in dem Moment, wenn du über die Schwelle gehst, das Urteil, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, wer von euch einen Film gesehen hat über Patch Adams, also ein Arzt in Amerika mit Robin Williams, ein wunderschöner Film. Ein Arzt, ich glaube, der arbeitet immer noch, der Gesundheitshäuser gegründet hat. Und er sagt, Menschen sind nicht krank. Ich möchte gerne, dass Menschen, die zu uns kommen, dass die sich so wohlfühlen, wie es auch nur geht. Ja. Und das Erste, das wichtigste Heilungsbiotop bist natürlich immer du. So, bevor du andere Leute nervst damit und sagst, du Schatz, wir machen ab jetzt ein Heilungsbiotop auf, frag dich erstmal, ob du für dich dieses Heilungsbiotop sein willst. Und das bedeutet, ab jetzt von der Wahl zu kommen, ich bin 100%iger Bestandteil der heiligen Ordnung. So, alles, was ich bis jetzt in meiner Biografie noch als Fehler angesehen habe, kann kein Fehler sein. Es ist Part eines Wirbelsturms, den ich nur noch nicht aus einer großen Perspektive gesehen habe. Das kolossale Geschenk, was du deiner Umgebung damit machst, du musst nicht ein einziges Mal darüber sprechen. Aber Menschen, die wissen, dass sie Part der heiligen Ordnung sind, fangen an, sich zu entspannen. Und wenn du dich anfängst zu entspannen, bist du ein Heilungsbiotop. Und Menschen, die zu dir kommen, werden sich einfach wohlfühlen. Die werden nicht mal verstehen, was los ist. Auf der anderen Seite, wenn du denkst, du bist ein Fehler, dann kannst du noch so nette Sachen sagen. Du wirst diese Anspannung einfach übertragen. Okay? Also wir werden ab jetzt bei jedem Gesetz einfach mal schauen, okay, wie kannst du das auf dich übertragen? Es ist eine radikale Wahl, es ist eine absolut radikale Wahl, von dem Punkt zu kommen, es gibt keinen Fehler in meinem Leben. Die Idee, ich hätte eher meinen Beruf finden müssen, ist totaler Bullshit. Wo steht das geschrieben? Ich hätte mehr Follower haben müssen auf Instagram. Wie signifikant ist das angesichts eines 13,5 Milliarden Jahre alten Universums? Ja? Was für eine sträfliche Beleidigung deiner Seele ist es, wenn du diese kostbare Lebensspanne damit zubringst, oh, wieder ein halbes Kilo zu viel drauf. Wo kommt die Idee überhaupt her? Wo kommt die Idee her, etwas Neurose zu nennen, anstatt einfach genau wie bei einer Eiche zu sagen, guck mal, das ist eine echt knorzige Stelle, die mag ich am meisten. Ich bin Part der heiligen Ordnung.
Das heißt nicht, die heilige Ordnung darf sich nicht entwickeln. Aber hier kommt der Witz. Die heilige Ordnung entwickelt sich dann, wenn wir ihr das Recht zugestehen. Wir haben mal, ihr könnt euch sicher erinnern, es gab doch mal diesen Japaner, der mit dem Wasser gearbeitet hat. Ne? So. Und wir haben mal, als wir Kids-Camps hatten, haben wir das, die Kids wollten das ausprobieren. Ja? Und die haben das mit Reis gemacht, einfach Reis, gekochten Reis in zwei Schalen und haben das wirklich so, es macht natürlich Teenie Spaß, den einen Reis nach Strich und Faden beleidigt. Den ganzen Tag, Fucker, Motherfucker, du kriegst es nicht hin, du Loser. Also das, was sie in der Schule zu hören kriegen. Und den anderen Reis haben sie gelobt, gelobt und gelobt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war die ganze Zeit total skeptisch. Ich dachte, Kristalle kann jeder irgendwie fotografieren. So. Und dann haben die Teens und die Fotos geschickt nach ein paar Wochen. Es war krass. Der gelobte Reis war immer noch weiß. Und der andere war total vergammelt. Ich schwöre es, kein Witz. So, was sagt das? Das ist einfach nur Reis. Ja? So in deiner Zelle steckt Seele. So wenn du am Morgen aufstehst und in den Spiegel schaust, dann, oh, scheiße, immer noch nicht transformiert, dann vergammelt der Speck vergammelt. Anstatt zu leuchten. Ja? Ja? Und wir alle kennen das. Ich wette, wenn du mal überlegst, du hast Menschen in deiner Umgebung, da fragst du dich manchmal, wieso ist der so gut drauf? Ich weiß, der hat nicht so viel Geld. Der ist nicht wirklich erfolgreich. Der humpelt. Aber der strahlt. Der strahlt. Warum? Ganz simpel. Der hat aus irgendeinem Grund intuitiv kapiert, ich bin Part der heiligen Ordnung. Wenn du Part der heiligen Ordnung bist, entwickelt sich das Ding von ganz alleine. Das heißt, die Blume fängt an zu wachsen. Wenn ich vor der Blume stehe, jeden Tag und sage, guck dir doch mal die Blume an. Die ist viel schneller gewachsen. Heilige Ordnung. Heilige Ordnung. So, entlasse dich in die heilige Ordnung. Also zieh dir das mal rein. Nur diese kleinen letzten 10 Minuten, das ist die gesamte Ausbildung wert. Du brauchst nie ein einziges Wort darüber zu verlieren. Die Leute um dich herum, der Taxifahrer etc., die werden sich alle in deiner Umgebung entspannen, weil diese Lebensblume, die eines der ältesten Symbole der Menschheit ist, was interessanterweise überall in allen Religionen auftaucht, dieses geometrische Muster fängt automatisch an zu wirken, wenn du einfach nur akzeptierst, ich bin genauso wie ich bin, Part der heiligen Ordnung. Mein Penis ist 3 Zentimeter groß. Heilige Ordnung. Meiner nicht, der ist viel länger, aber trotzdem. So. Und das ist natürlich noch relativ einfach bei kleinen, harmlosen Macken, aber das wird schwieriger bei großen Macken. Ich weiß, dass hier im Raum ein paar Menschen sind, die in ihrem Kontext echt fett Scheiße gebaut haben. Ich bringe ein Beispiel, was mich gerade sehr, sehr berührt hat. Ich glaube, die meisten haben das mit den Affen im Krefelder Zoo mitgekriegt. Was ich total spannend finde, ist, dass uns Menschen das meist mehr berührt, als wenn wir hören, dass in Syrien gerade wieder 20 Menschen gestorben sind durch einen Bombenangriff. Das ist schon mal fragwürdig, aber es hat uns alle sehr berührt. Was mich noch mehr berührt hat, als ich gehört habe, es sind einfach 3 Frauen gewesen. Und ich sag mal, ich vermute mal 3 Frauen, die diese buddhistischen Leuchtlaternen zu Silvester anzünden, um Gebete daran zu hängen, die würden wahrscheinlich super gut in diesen Kreis reinpassen. Total nette Menschen, die wahrscheinlich niemals und never einem Affen irgendwas antun würden. Eine Mutter, sehr wahrscheinlich Mutter mit Töchtern. So. Und wenn du das hörst und dir vorstellst, wie brutal sehr wahrscheinlich das Urteil dieser Menschen über sich selbst, also wie wirst du damit leben? So, und an der Stelle ist das, was ich jetzt gerade mit euch geteilt habe, es klingt fast wie Hohn. Ja? Und an der Stelle zu sagen, ich wähle zutiefst daran zu glauben, dass auch das einer heiligen Ordnung folgt, führt dich in eine existenzielle Begegnung mit dem Schicksal. So, an der Stelle gibt es keine Bücher mehr, die dich trösten können, sondern du gehst in dein Gebet mit Gott oder wie auch immer du das nennst und sagst, ich verstehe es nicht, mein Verstand zerbricht daran, aber ich wähle, an die heilige Ordnung zu glauben und bitte, bitte zeig mir, worin diese heilige Ordnung besteht.
Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, Die Hütte. Ein Film, also wo einfach ein Vater logischerweise daran zerbricht, weil seinem Kind was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, aber dieser Film einfach quasi eine Möglichkeit gibt, zu sehen, dass eventuell das, was wir als kolossalen Fehler interpretieren, tatsächlich ein Riesengeschenk ist. Also wer sagt nicht, dass diese Affen in diesem Zoo seit Jahren darum gebeten haben, dass ihre Seelen erlöst werden? Weil das Schlimmste ist nicht das Feuer. Das Schlimmste ist, dass wir Tiere einsperren, sodass sie, wenn es brennt, nicht wegrennen können. So. Wer sagt nicht, dass diese Affen nicht die ganze Zeit total gelitten haben und drei wirklich reine Seelen irgendwo vor langer Zeit gesagt haben, okay, und wir übernehmen den größten Scheißjob, den es überhaupt gibt. Ich sage nicht, dass es so war, aber versteht ihr, was ich meine? Mir geht es nicht darum, euch jetzt so ein Fluffy-Fluffy-Konzept zu vermitteln, ah ja, ist alles heilige Ordnung, sondern gerade an den Punkten, wo du merkst, da hänge ich fest, dir das mal wirklich richtig reinzuziehen. Und nach Hause gehst und du hast da deinen Mann vor dir sitzen, der einfach nicht in dein Konzept reingepasst. Ja? So wie zum Beispiel, Andrea passt ganz oft, Gott sei Dank, überhaupt nicht in mein Konzept der Erwartung rein. Und irgendwann, warte mal, das ist schön, Süße. Das mag die zwei nicht hören. Nein, aber das war für unsere Beziehung, für meine Beziehung zu Andrea, es ist ein riesen Geschenk, weil ich dadurch eigentlich immer wieder erstmal erfahren habe, was Beziehung eigentlich wirklich sein kann. Also vor deinem Mann zu sitzen oder vor deinem nervigen Kind zu sitzen und wenn du merkst, holst das nächste Mal mit dem Hammer der Urteilen aus, innezuhalten und zu sagen, das, was ich gerade sehe, dieser Typ, der sich null für die Informationen interessiert, die Augen verdreht, weil ich da schon wieder war und nur Fußball gucken will, ist heilige Ordnung. Ich entlasse ihn. Ja. Und an der Stelle wirst du zu einem Heilungsbiotop. Für dich selbst und für andere. Das war eine Folge aus dem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Wir danken dir für dein Zuhören. Es ist schön, dass du da bist.